Ja, hallo, herzlich willkommen, Glück auf, aus Steißlingen. Gehen wir jetzt kurz rein. Wieder ein bisschen windig. Ja, ach, hier ist auch gut, ne? Hier kann ich stehen bleiben. Steißling, ich bin mal wieder unterwegs seit 2 Tagen. Ein bisschen Business Camping machen. Und ja, ich komme jetzt aus dem Allgäu, oder gestern war ich im Allgäu, heute bin ich in Steißling. Und ich wollte euch mal hier kurz diesen Stellplatz, will ich gar nicht sagen, diesen Parkplatz mal zeigen. Beziehungsweise ein paar Bilder habt ihr gerade schon gesehen. Das ist hier, ja, direkt am Gemeindehaus, glaube ich, ist das da. Kann man das sehen? Das Gemeindehaus. Und da gegenüber ist noch ein Freibad am Steißlinger See. Das ist alles sehr nett hier. Und ja, aber ein richtiger Stellplatz ist es halt nicht. Es ist so ein geschotterter Rasenmix. Hier steht allerdings als auch nicht, dass ich hier nicht stehen darf, also kein Verbotsschild für Wohnmobile, allerdings auch kein Verbotsschild für Gespanne. Das ist für den einen oder anderen wahrscheinlich auch interessant, zumindest mal eine Übernachtung hier zu machen. Und ja, keine Fähr- und Entsorgung, kein Strom, eigentlich gar nichts. Hier kannst du nur stehen, dafür aber auch kostenlos. Also, für alle die autark sind, gar kein Thema. Für alle die vielleicht nicht so autark sind, aber eine Nacht zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, ja, kann man das hier durchaus machen. Totenstille, nachts ist hier nichts los, wirklich leise. Ja, nochmal, sehr angenehm und auch sehr idyllisch. Hier läuft zwar so eine Straße her, aber nachts ist hier nichts mehr los. Wichtig ist, habe ich bei Park4Night gefunden und auch gelesen, diesen Platz hier, dass man hier nicht auf diese Asphaltstellen parken sollte. Das glaube ich, da sind die Sheriffs hier ein bisschen streng. Ich stehe jetzt hier seit gestern Abend. Wir haben jetzt kurz nach 1. Ich gucke gerade mal, nee, kein Parkticket dran. Oder Strafmandat. Alles gut. So, wir gehen mal kurz rein. Der eine oder andere hört es vielleicht. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, da muss ich ja nicht nur draußen in der Kälte stehen. Ne? Was heißt Kälte? Wir haben jetzt 10 Grad. Jo, ich mache mir noch ein Teechen jetzt für unterwegs. Ess mir noch ein Pudding. Schoko-Pudding. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich mich auf den Weg nach Hause. 6 Stunden, dann bin ich ungefähr wieder zu Hause. Vielleicht auch 7, keine Ahnung. Ich lasse mir Zeit. Ist so ein bisschen Work-Life-Balance. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss aus Steißlingen.